So Leute, kleine Info vorher. Mein Mikroaufnahmeprogramm wollte heute nicht. Also es wurde zwar normal aufgenommen und ja, die Qualität war auch ganz normal. Aber als ich dann die Hintergrundgeräusche bearbeiten wollte, stürzte das Programm ab. Und ich konnte es auch nicht mehr wiederherstellen. Was heißt, dass meine Mikroaufnahme weg war? Nun, jetzt habe ich mich dafür entschieden, dass ich die nächsten vier Parts nachsynchronisiere. Es tut mir leid, aber ja, ich sag mal, Fehler können immer passieren. Nur will ich sie dann wieder vermeiden. Also, viel Spaß bei den nächsten vier Parts, auch wenn sie ja gestellt sind. Aber ja, viel Spaß. So, und da sind wir auch schon bei der Aufnahme von Resident Evil. Ich weiß gar nicht mehr, was ich da alles im Kopf hatte. Ich glaube, ich war dabei, alle Items hier aufzusammeln. Bin mir nicht mehr ganz so sicher. Alles, ja, wenn ich alles abgelegt habe, wollte ich die ganzen Items hier einsammeln. Hab gegen die Shotgun ausgetauscht. Oder war hier noch irgendetwas, das ich holen wollte? Ah, ich weiß wieder. Zu diesem Zeitpunkt habe ich die Pflanze noch nicht besiegt gehabt. Also bin ich zur Pflanze hin. Beziehungsweise ich bin zuerst in den Raum mit den Chemikalien gegangen. Deswegen auch die Shotgun, genau. Weil ich mir dachte, falls es zum Kampf kommen sollte, dass ich mich erwehren kann. Im Chemikalienraum. Dann habe ich nachgeschaut, wie ich das die bestimmte Chemikalie herstelle. Fauxschold musste ich herstellen, dunkelbraun. Dann habe ich irgendetwas wegen der Farmlehre erzählt, dass ich glaube ich grün und Gelb zusammenmischen muss. Und war dann verwundert, dass ich eigentlich nur die UMPs zusammenmischen müsste. Bin ich dann rausgegangen? Und hab die Glas, also die Glasgefäße aufgenommen. Glaube ich. Mal schauen. Komm, geh raus. Dann, Sie verstehen nichts von Medizin, daher brauchen Sie die leere Flasche nicht mitzunehmen. Dann habe ich mich ein wenig aufgeregt, weil
Ja, für was habe ich alles abgelegt und hier überhaupt Gefäße stehen, wenn ich sie sowieso nicht aufnehmen kann? Das heißt, ich musste mit der Pflanze kämpfen. Es gab keinen anderen Weg. Bin dann nochmal zurückgegangen, um mir Gegengift zu holen, weil ich zur Sicherheit etwas mitnehme, falls es doch zur Vergiftung kommt. Und natürlich Heilzeug. Weil ich war mir sicher, der Gegner wird nicht so leicht. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie ich mich ärgere, dass diese Aufnahme, also die Mikroaufnahme, weg ist. Jetzt muss ich vier Parts nachsynchronisieren. Aber im Großen und Ganzen ist Resident Evil fehlerfrei über die Bühne gelaufen. Am Anfang hatte ich zwar noch Probleme, weil ja, ist halt mein erstes Let's Play. Aber bis dahin lief es ziemlich gut. Sonic Generations hat mir da mehr Probleme bereitet. Ja, da hatte ich wieder mit der Kamera Probleme gehabt. Jetzt bin ich mit vollem Arsenal, mit Heilzeug zur Pflanze gegangen. Ich wusste, mit Jill musste man diesen Kampf nicht machen. Man konnte mit der Chemikalie sie anders töten. Aber wenn man sich für den Kampf entscheidet, bekam man einen Flammenwerfer. Auch den bekam man mit Chris nicht. Also mit Chris hat man schon zwei Waffen nicht bekommen, die Jill so bekommen hätte. Also den Granatwerfer und den Flammenwerfer. Da bin ich halt immer hin und her gegangen, damit mich die Säure nicht erwischt. Den Tentakeln habe ich dann doch aber immer wieder mal getroffen. Hier dachte ich, es wäre schon vorbei, weil die Kamera eine andere Perspektive einnahm. Aber als ich mich bewegt habe, ging es wieder rauf. Hier bin ich dann, glaube ich, schon in das Orange vom Leben her gekommen. Ja, und runtergefallen. Ich habe es aber nicht benutzt, weil ich erst ins Kritische gehen wollte, damit ich nicht so viel Verschwendung habe mit dem Erste-Hilfe-Spray. Hier habe ich nicht gesehen, dass ich keine Munition mehr im Gewehr hatte. Da ich dann schießen wollte. Okay, jetzt ist es kritisch. Als ich dann schießen wollte, nachladen. Und jetzt ist es aber. Ich auch einen Erfolg.
Ich dachte mir, vielleicht lässt sie ja was fallen. Hat sie aber nicht. Dafür fand ich im Kamin etwas. Ein Hausschlüssel. Der Helmschlüssel. Da wusste ich, ich musste wieder zurück ins Haus. Haus ist das ja auch, aber in die Villa. Das große Gebäude. Dann überlegte ich mir, dass ich noch vorher alles hole. Was nicht so viel war, ein paar Kräuter. Ja. Oh, you scared me. You okay? Yeah, it's dead. But Richard, he's gone. I'm sorry. It's my fault. I should have watched out for him. I found a pharmaceutical room. I think I can come up with something useful. I'll be there. I'm glad you're still okay. Ja, eine kleine Zwischensequenz mit Rebecca. Wie hat man denn gesagt, dass halt Richard gestorben ist? Wo ich mir eigentlich gedacht habe, dass sie ein bisschen emotionaler wird. War sie aber nicht. So, zwei rote Kräuter. Müsste ich alles in diesen Raum geholt haben. Und das hat mich halt noch immer geärgert, dass hier die Chemikalien dann nicht herstellbar waren. Dass Rebecca erst später gekommen ist. Sie hätte es sicher etwas gemacht. This room is equipped with all sorts of medical supplies. Want me to treat your wounds? Sagte ich natürlich nein, weil ich keine Wunden hatte. No, I'm okay. But if something should happen to me, I'm counting on you. Be strong, Rebecca. Ja, hier hatte ich alles. War nur noch im Gang die blauen Kräuter. Und im Spinnenraum waren noch, ich glaube, zwei grüne Kräuter. Wenn ich mich nicht irre. Wesker? Chris, you're alive. My words exactly. Where's Jill? Thought you were with her. Yeah, I know. We got separated. I see. Anyway, we better find a way out of here before we turn into zombie food. Got any suggestions, Wesker? We should get a better grip on the situation. There must be areas still to be explored in that other mansion. Chris, I want you to check them out one more time. I'll continue my investigation here. Sure thing. Hier wieder ein Lebenszeichen von Wesker. Den hat man seit dem Anfang eigentlich nicht mehr gesehen. Zwar hat er uns Munition hinterlassen in diesen einen Speicherraum, aber gesehen hat man dann bis jetzt nicht. So, hier hatte ich dann ausprobiert, ob ich über dieses Loch gehen kann, weil ja die Pflanze tot ist, und ich konnte es. Habe mich dann gewundert, warum ich eigentlich immer der Laufbursche bin.
Die anderen hätten genauso gut ins Haus zurückgehen können und untersuchen. Aber nein, natürlich untersucht er hier alles, wo ich schon alles gemacht habe. Aber okay. So, habe ich das abgelegt und bin dann zurück, um die anderen Kräuter zu holen. Hier die blauen Kräuter. Abgelegt, natürlich. Wollte es auch nicht mit Grünkräutern mischen, weil ich schon eines habe und blaue Kräuter weiß ich gar nicht, ob man sie mixen kann. Also zwei blaue Kräuter. Aber es wäre unsinnig, weil ein blaues Kraut heilt schon die Vergiftung. Und sowas wie eine schwere Vergiftung gibt es ja nicht. So, war nun mal der Spinnenraum zum Untersuchen. Ich sag Spinnenraum, weil hier halt die ersten Spinnen aufgetaucht sind. Hier ein grünes Kraut. Und da ein grünes Kraut. Und ich war fertig. Ah, nein, doch nicht. Ich bin noch hinuntergegangen in den Aquaring. Dort war natürlich auch noch etwas. Natürlich gemixt, wieder abgelegt, genauso wie das grüne Kraut. Nein, das grüne Kraut habe ich sogar. Genau, auch mit den übrigen roten Kraut gemischt. So, jetzt aber. Dann bin ich in den Aquaring runtergegangen. Hab natürlich erst einmal geschaut, wie ich runterkomme, weil ich wusste nicht mehr ganz genau, wo dieser Abgang war. In diesen Raum. Jetzt habe ich mich auch wieder ein bisschen aufgeregt, warum er mich wieder fragt. So, ich wusste, dass hier am Ende des Ganges ein grünes Kraut war. Also bin ich nicht in diese Tür gegangen, sondern bin weiter und habe dann bemerkt, dass natürlich das Wasser abgelassen wurde. Also musste ich durch diese Tür gehen. Hier habe ich halt wieder bemerkt, dass
die Hintergründe nicht ganz so fein aufskaliert wurden. War ein bisschen verschwommen. Ja, verschwommen. Unscharf halt. Hier durch die Tür. Dachte eigentlich, hier gibt es nur Kräuter zum Sammeln. Aber es war etwas anderes zum Finden in diesem Raum. Suchte ich erst einmal an diesem Tisch, ist nichts. Und dann sah ich, da ist eine Karte. Dachte, es ist unsinnig, weil ich habe ja alles entdeckt. Aber ich entdeckte noch eine nicht betretene Tür. Im oberen Geschoss. Weil als ich das erste Mal da oben war, musste ich schnell durch die Tür wegen den Haien. Also bin ich hinaufgegangen und bin durch die Tür gegangen. Sah ich, dass hier noch ein Hai zappelte, habe ihn von seinen Leiden erlöst und bin weitergegangen. Tja, und hier sah ich, wo die Pflanze ihre Zwiebel hatte oder ihren Trieb. Keine Ahnung, wie man das botanisch nennt. Hier hätte ich wahrscheinlich, wenn ich zuerst reingegangen wäre, die Chemikalien dann doch noch machen können. So muss ich sie besiegen. Aber sicher bin ich mir nicht. Wie gesagt, mit Chris habe ich... Ich weiß nicht, ob ich es überhaupt durchgespielt habe. Doch, musste ich eigentlich. Aber ich konnte mich an nichts mehr erinnern. So, hier war dann nur mehr ein grünes Kraut und dann wollte ich auch schon mit dem Part aufhören. Also, falls euch das Video gefallen hat, auch wenn es nachsynchronisiert ist, lasst einen Kommentar da, Daumen hoch, abonniert. Ja, ansonsten noch viel Spaß, macht's gut und ciao.